Herzlich willkommen im Herzen des Gießener Fußballs. Entdecke die Heimat des FC Gießen. Heute nehme ich euch mit auf meine Reise zur traditionsreichen Heimat des FC Gießen, dem Waldstadion. Du hast noch nie vom Waldstadion gehört? Da wird es höchste Zeit, dies zu ändern. Ich zeige dir, warum dieses Stadion ein Muss für jeden Fußballfan ist und eine Atmosphäre hat, die jeder hautnah miterleben sollte. Lass dich überraschen. Das Waldstadion in Gießen ist mehr als nur eine Sportstätte. Es ist ein Stück Fußballgeschichte. Seit seiner Eröffnung 1925 hat es unzählige Spiele und Turniere erlebt und ist die Heimat des FC Gießen. Mit seinen knapp 5000 Plätzen, ja, ihr habt richtig gehört, knapp 5000, ist es ein gemütliches Stadion, in dem man sich schnell heimisch fühlt. 645 Glückliche dürfen auf einem Sitzplatz Platz nehmen. Die anderen 4354 stehen und singen. Und keine Angst, für den kleinen Geldbeutel ist auch gesorgt. Ein Ticket gibt's schon für schlappe 6 Euro. Da kann man auch mal eben spontan vorbeischauen. Für 18 Euro sitzt man dann allerdings schon etwas bequemer. Das Waldstadion ist ein echtes Stück Fußballgeschichte. 1957 bot es nach dem ersten Ausbau Platz für 15.000 Zuschauer. Im Laufe der Jahre hat es sich immer wieder verändert und sich den Anforderungen des modernen Fußballs angepasst. Es war sogar Austragungsort für große Konzerte und Leichtathletikwettkämpfe. Heute ist es ein gemütliches Stadion, das vor allem für seine familiäre Atmosphäre bekannt ist. Natürlich habe ich auch wieder meine Tipps zur Anreise. Wenn ihr mit dem Bus und Bahn anreist, nutzt ihr ab Gießen Bahnhof entweder die Linie 21 Richtung Reiskirchen oder nach einem Fußweg von ca. 300 Metern ab der Haltestelle Friedrichstraße die Buslinie 1 Richtung Röttgen. Jeweils bis zur Haltestelle Waldstadion. Wenn ihr mit dem Auto anreist, aus Richtung Westen über die B49, fahrt ihr an der Ausfahrt Grünberg-Gießen-Susek von der B49 ab. Dann biegt ihr links auf den Haierweg und dann erneut links auf die Grünbergstraße ab. Dann folgt ihr dem weiteren Straßenverlauf. Bei Anreise aus Norden über die B3 folgt ihr dieser, bis ihr auf die A485 kommt. Dann verlässt ihr diese an der Ausfahrt Gießen-Usulum und fahrt weiter Richtung Gießen. Dann biegt ihr rechts auf die Rudolf-Diesel-Straße ab und folgt dieser bis zum Ende. Dann rechts auf die Röttgener Straße, die folgt ihr bis zur Grünbergstraße. Kommt ihr aus Richtung Süden über die A5, dann folgt ihr dieser bis zur Ausfahrt Fernwald. Dann biegt ihr rechts auf die B457 ab, folgt dieser 2 Kilometer. Dann rechts auf die Europastraße, an deren Ende ihr rechts auf die Grünbergstraße abbiegt. Dann dieser weiter folgen und an der Kreuzung rechts abbiegen, damit ihr auf der Straße bleibt. Seid ihr aus Richtung Osten über die A5 unterwegs, dann folgt ihr dieser bis zur Ausfahrt Reiskirchen. Dann weiter auf der B49 Richtung Reiskirchen, an der Kreuzung rechts abbiegen und weiter auf der B49 Richtung Gießen. Am Ende der Straße an der Kreuzung links abbiegen, um auf der Grünbergstraße weiter zu bleiben. In allen Fällen bitte auf der Grünbergstraße die Hinweisschilder zu den Parkplätzen beachten. Wie immer mache ich euch einen Link zu meinen Tipps für die Anreise unten in die Beschreibung. Mein Fazit des Besuchs. Das Waldstadion in Gießen ist ein echter Fußballklassiker. Die Kombination aus überdachten Sitzplätzen und offenen Stehplätzen sorgt für eine Mischung aus Komfort und authentischer Stadionatmosphäre. Wenn du noch nie vom Waldstadion in Gießen gehört hast, dann wird es Zeit, das zu ändern. Diese traditionsreiche Arena hat eine ganz besondere Atmosphäre. Lass dich überraschen. Gefällt euch, was ihr gesehen habt? Dann zeigt es der Welt. Liked das Video und teilt es mit euren Freunden. Gemeinsam können wir die Fußball-Community stärken und das Waldstadion noch bekannter machen. Möchtet ihr noch mehr über verschiedene Stadien von der ersten Fußball-Bundesliga bis zur Regionalliga sehen? Dann schaut euch meine anderen Videos an und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.
Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald wieder auf der nächsten Tribüne. Bis zum nächsten Mal.